Hier zeigen wir die Unterschiede der beiden verfügbaren Commissioning Modes, den asynchronen Commissioning Mode und den synchronen Commissioning Mode. Wir schauen uns zunächst den synchronen Commissioning Mode an. Der Inbetriebnahmemodus wird für jedes Projekt im Projektserver Administration Tool aktiviert. Im Inbetriebnahmemodus wird der aktuelle Projektstatus der lokalen Session durch Herunterladen in die PLC automatisch in das Serverprojekt übernommen. Der Inbetriebnahmemodus stellt die Datenkonsistenz zwischen dem Serverprojekt und der PLC sicher, vereinfacht den Arbeitsablauf und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der PLC-Downloads. Durch Anklicken des Inbetriebnahmesymbols können wir nun vom synchronen Commissioning Mode zum asynchronen Commissioning Mode wechseln. Im asynchronen Commissioning Mode wird der Download in die PLC von einer zweiten Tierportal-Instanz im Hintergrund durchgeführt. Dies führt zu einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem synchronen Commissioning Mode. Informationen über den Fortschritt des Downloads finden wir im Meldungsfenster. Wenn für den Download in die PLC eine Benutzeraktion erforderlich ist, wird dies ebenfalls im Meldungsfenster angezeigt. Nach dem abgeschlossenen Download in die PLC erfolgt keine automatische Aktualisierung der lokalen Session. Dies muss manuell durch den Benutzer erfolgen. Siemens. Ingenuity for Life.